Die Liebe ist lang, das Leben ist kurz. Je höher der Flug, desto tiefer der Sturz. War 1891 schon fast nicht mehr wahr. Seht selbst, was in unserem Städtchen geschah. So ruhig und friedlich lag unsere Town. Doch die Ruhe und den Frieden war nicht mehr zu trauen. So ging die schöne Gouverneurstochter Lady Di eines Tages ganz arglos beim Sheriff vorbei. Entschuldigung, was machen Sie da am Sheriffsbüro? Nichts, was Sie zu interessieren hat. Gehen Sie einfach weiter. Hoffentlich stürzt das nicht über Nacht ein, jetzt wo ich den Ziegel entfernt habe. Unglaublich, es ist einfach so eingestürzt. Ich weiß auch nicht. Es wurde doch vor 2 Jahren erst erbaut. Wer das getan hat, wird für lange Zeit ins Gefängnis kommen. Das kann nicht von alleine passiert sein. Dieser Fall macht mich fertig. Erst mein Haus, jetzt auch noch die Sache mit der Gouverneurstochter. Zum Glück sind sie für meinen Assistenten Kedoni eingesprungen. Aber das mache ich doch gerne, Mon Sheriff. Wieso musste Kedoni eigentlich so schnell in die kalte Rüssland? Er will das Bäckerhandwerk erlernen. In die kalte Rüssland? Ja. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde, Rachel. Ah, keine Ursache, Mon Sheriff. Haben Sie eigentlich schon eine Idee, wer der Alunke sein könnte? Leider nicht. Aber etwas ist interessant. An dem Ort, wo Lady Di entführt wurde, wurden Brösel gefunden. Mon Dieu! Von der Spurensicherung ist sich aber noch nicht sicher, worauf das zurückzuführen ist. Sicher hat sie einfach gepicknickt, bevor sie entführt wurde. Wenn Sie meinen, wir werden trotzdem weiter ermitteln. Was wollen wir von dir? Mein Vater wird mich suchen. Und wenn er mich findet, sind die Dorf und verletzt. Du nicht so scheinheilig. Du weißt genau, warum du hier bist. Gib es mir einfach und niemand wird verletzt. Ich wollte nicht mehr von dir sprechen. Du lügst, ich weiß es genau. Und wenn du bereit bist, mit mir zu sprechen, sehen wir weiter. Aber auch bis dahin kannst du bei den Ratten vergammeln.
Ah, endlich sind sie da. Der Indianer von der Spurensicherung hat den Bericht gebracht. Es handelt sich um Teigwarenbrösel. Also gut, lassen Sie uns der Sache auf den Grund gehen. Darf ich vorstellen? Häuptling Schnüffelnder Bulle, Rachelle meine Assistentin. Rachelle, Häuptling Schnüffelnder Bulle von der Spurensuche. Angenehm. Hau! Merde, mon pernod! Und die Spur ist auch unbrauchbar. Pardon, war einfach sehen! Oh, Sie haben recht. Wie dumm von mir. Wo waren Sie gestern zwischen 14 und 18 Uhr? Ich bin hier lang gelaufen. Was haben Sie getan? Sie haben soeben unseren einzigen Zeugen für immer zu Schweigen gebracht. Oh, es war ein Versehen. Offensichtlich hat sich aus Versehen ein Schuss gelöst. Es tut mir leid. Wissen Sie was? Es reicht für heute. Gehen wir doch einfach nach Hause. Brötchen, frische Brötchen. Wer hat Hunger auf Brötchen? Eine Brezel, bitte. Muss ich mal kurz hinten gucken, ob wir noch welche haben? Einen Moment, bitte. Ein Brötchen ist mehr als die Summe seiner Krümel. Tut mir leid, Brezeln haben wir nicht mehr, kommen wir nicht mehr rein. Brezeln, das kann ich Ihnen. Hallo? Sei mit dir, weißer Mann. Ich bin gekommen, um dich zu fragen, ob du diese Brösel vom Tatort zusammensetzen kannst. Ich werde mein Bestes tun, aber die Sonne wird viele Male über den Himmel ziehen, bis uns Manitou Gewissheit schenkt. Hajo. Hey! Das war dann wohl ein Schuss in den Ofen. Auch Schnüffelnder Bulle kann diese Spur nicht deuten. Wenn dieses Loch nicht wäre, könnte es fast... Mein Bruder hat eine Idee. Es sieht ein bisschen aus wie ein... zum Essen. Wie heißt das doch gleich? Hau. Naja, trotzdem vielen Dank. Ich werde mich melden, wenn es Neuigkeiten gibt. Hau. Du weißt wohl nicht, was du damit anfangen sollst, mein Kind. Ich würde ja denken, es ist ein... Aber da fehlt dieses Teil. Also kann es das nicht sein. Erinnerst du dich, wie ein paar Brösel verbrutzelt sind? Stimmt, du hast recht. Wenn man diese Brösel hier einsetzen würde, dann wäre es ein...
Dann wäre es ein Baguette. Das bedeutet, der Halunke ist die Bäckerin. Was? Ich? Oh no, die wäre zwar adrett. Doch woher stammt das Baguette? Stimmt, du hast recht, aus Russland. Es war Kidoni, mein ehemaliger Assistent. Den schnapp ich mir. Oh Baby, dir ist wohl der Schrank weich. Das Baguette kommt aus... Österreich. Frankreich. Das bedeutet, der Halunke ist... Rachel. Die schnapp ich mir. Frische Bratpfannen. Wer etwas braten will, jetzt eine Bratpfanne kaufen. Sonderpreis, Bratpfannen. Bonjour. Haben Sie auch Bratpfanne für eine Crêpe? Aha. Nach Ihnen habe ich gesucht. Geben Sie es zu. Sie haben Lady Di entführt. Und jetzt führ mich zu ihr. Zwölf bitte. Lady Di! Endlich habe ich sie gefunden. Meine Rettung! Ich binde sie los. Dann können wir gemeinsam überlegen, was wir mit Rachel tun. Danke. Was machen wir jetzt mit ihr? Steinigt sie! Seid zu einem Urteil über einen Menschen erst bereit, wenn ihr einen Tag in seinen Schuhen gegangen seid. Schnelle Vergeltung wäre eine Sünde. Sicher hatte das Puger seine Gründe. Nun gut, warum hast du so gehandelt? Ich habe es doch nur aus der Liebe getan. Ach was? Ich habe das Wichtigste verloren, was ich je besessen habe. Ein Geschenk von meiner Geliebten. Ich wollte es verstecken in die Wand von dir aus, von dem Sheriff. Aber ich war ungeschickt und es stürzte ein. Jetzt ist der Pfand meiner Liebe für immer verloren. Warum hast du sie entführt? Na, sie hat mich gesehen, als ich meinen Schatz versteckt habe. Ich dachte, sie hätte es vielleicht. Aber ich habe sie durchsucht. Ja, sie ist verschwunden. Es ist nicht verschwunden. Aber wo ist es? Ich trage es bei mir. Ich hatte es über mein echtes Ohr gezogen. Ich dachte, es könnte mir irgendwie noch nützlich sein. Oh mein Gott, was ist das? Das ist das Ohr von meinem geliebten Vincent. Er hatte sich abgeschnitten im Rausch und mir geschenkt als Zeichen seiner Liebe. Er ist eine große Künstlerin in Europa. Vincent van Gogh? Mais oui, welcher denn sonst? Aber er ist in die letzte Jahr gestorben. Kennst du den? Nie gehört. Aber was machen wir jetzt mit ihr? Poor girl, du hattest aus Liebe gehandelt. Die Todesstrafe wird in Bewährung verwandelt. Klingt fair. Aber als meine Assistentin kannst du nicht mehr bei mir arbeiten. Aber wer soll dann der neue Assistent werden? Wer ist denn das? Ist das nicht Kidoni? Seht, was ich aus Russland mitgebracht habe. Warum heißt die weiße Frau Lady Di? Ist es wegen der englischen Prinzessin? Nein,
Eigentlich ist es ein Doppelname. Ich wurde nach meiner Mama benannt. Und wie hieß die Mama? Na, Mutter. Deine Mutter. Das ist aber ein schöner Name. Say I'm free, living in this van, oh Lord, ain't no home for me. Living in a limousine, fancy upholstered seats. Living in this limousine, ain't no home for me. Dumpster now smells like rotten meat. Living in this dumpster, Lord, ain't no home for me. Living on a mountaintop, farming crops are green. Living on this mountaintop, ain't no home for me.